Können ruhig lassen zum Pull. Da wieder, ne? Ein paar Leute ein bisschen verteilt stehen da drin. Drei Leute davon haben aber einen Kreis auf dem Kopf, ne? Habt ihr gesehen? Okay, die muss ich abballern mitten. Okay, das ist eine Hallo-Nuss-Mechanik. Ah, also ja, das ist mein, was ich meinte damit. Muss mir spotten dann. Ja, schau. Mhm. Aber das waren jetzt ein Meteor und einmal drei Leute aus dem Meteor hatten noch den Kreis. Ja. Da müsst ihr raus. Ja. Das sind die Einschläge von oben. Genau, da kommen auch noch Einschläge dann. Bababam. Und dann müssen wir uns eigentlich gemeinsam wahrscheinlich weiter bewegen. Okay, lauf mal einmal im Uhrzeigersinn und weiter. Von jetzt, wir sind auf 7 Uhr gewesen, gehen auf 9 Uhr. Muss, ne? Kannst. Kann nur digital Uhr lesen. So, was ist mit den kleinen Flächen hier? Mach dir in eine Linie bilden, damit wir mit einem Tankstrahl. Ja, genau. Dass wir mit einem Tankstrahl die. Ja, passt. Perfekt. Ab. Warum haben wir so viele Stacks vom Selbst? Die machen AOE, wenn du Jobs nicht alle auf einmal machen. Ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade viermal. Okay, dann machen wir jetzt 2-2 gleich. Wir haben jetzt zwei Tank Slams auf. Wir machen gleich 2-2, okay? Die Frage ist, was passiert, wenn die stehen bleiben? Wir gehen weiter. Wir gehen auf 12 Uhr. Einmal nach Norden. Man muss, by the way, immer 2 nehmen, sonst geht es nicht aus mit Debuff. Ich hab mal getauntet. Wir müssen beide immer 2 Tank-Dinger machen. Da müsst ihr raus. Der Bereich wird jetzt komplett voll. Also der Bereich ist dann für uns gelöscht. Ja, da sollte schon rauslaufen, ne? Ist raus? Ja. Genau, okay, das ist super dumm gelöst. Okay, das ist einfach nur eine Wüste. Ja, das war's. Das war's. Mach mal eine Linie, 2-2. Es wird auch immer mehr anscheinend. Das sind jetzt mehr, ne? Okay, ich werde nur die äußeren beiden machen zuerst. So, 5, okay. Okay, ich habe jetzt die drei gemacht. Lass den actually übrig. Mach nur die äußeren rechten dann. Macht gut Schaden, ne? Ist ein bisschen overtuned in meinen Augen. Einfach raus. Die Fläche hinterlassen. Du hast. Ich weiß auch nicht. Ja. Nimm mal die äußeren beiden, genau. Sehr gut. Musstest du noch einen nehmen oder konnte ich da unten? Ich weiß nicht mehr. Ich muss noch einen nehmen, glaube ich. Oder? Weil eben hatten wir beide 2. Machen wir wieder 2 Linien. Stimmt, ich meine. Ah ja, okay. Einzelnen. Ja, so ist das. Ja, ihr sollt keinen Kreis drum bilden, sondern. Okay, das wird. Ich werde nur 3 nehmen. Mal gucken. Ich habe jetzt 3. Zieht was? Und du musst jetzt auch die 3. Das kriegst du hin, ja? Du solltest. Ja. Wenn du dazwischen aimst, willst du. Schwupp mal. Du kriegst die 3 hin, ja? Ja? Ja. Das ist auch ein. Also, wäre es gleich mal interessant zu wissen, ob er jetzt an den anderen Kegel anschließt mit der Fläche hier. Ähnlich wie Remonia, ja. Das ist die. Bei Denatrios. Können wir machen? Können wir einfach mal baiten hier irgendwo links? Komm mal ein bisschen nach hinten. Wenn er 100 Energie hat, ne? Jetzt. Ja. Er schließt aber ziemlich genau an, wie bei Dings, Denatrios. Und das sind immer 25%, ne? Ja, ziemlich genau. Genau. Ich glaube, Mythic wird das ein DPS-Check, glaube ich. Ja. Das ist halt ein bisschen baiten, ne? Was ist denn, wenn man ineinander. Okay, das. Guck mal, okay. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man die Dinger nicht clearet. Awakened Earth, das ist ein Debuff. Nein, wenn der die Cone kommt, der den ganzen Raum, ob der die denn sprengt oder ob die einfach stehen bleiben, ne? Ich glaube, wenn er dann den Raumfeiler macht, dass er die auch zerstört und dann einfach uns tötet dabei. Upon reaching 100 energy, he unleashes his volatile power with a brutal slam. And destroys all awakened earth and leaves a resonant aftermath, ja. Also es macht alles los. Was mich interessieren würde, ist bei dem großen Soak, ob man den ob die kleinen Flächen überhaupt drinne stehen müssen, weil die müssen nicht. Theoretisch alles nach vorne gehen, bis auf die kleinen Pfützen, die gehen nach hinten in der Linie oder so aus der Gruppe halt raus. Dann könnte man machen, das Problem ist nur, obwohl. Man hat auch weniger zu moven, wenn man, sag ich mal, dieses Pizzastück bekommt, weil man halt einfach weniger Laufweg hat. Ja, das ist beides spielbar. Die Sache ist nur, der Boss will halt, er macht 2 Bausteine gleichzeitig, ja, bildet eine Linie, die man mit 2 Tankslams tot machen kann, während ihr diesen Meteor sorgt. Das heißt, da muss halt so ein bisschen. Ich glaube, so wie im Gilden Chat ist die Positionierung dafür. Wo ist denn. Ich habe nichts im Gilden Chat. Im Discord. Ach so, Discord.
Und ja, diese, plus minus, ja. Diese 25% Raumteilung wollen wir doch auch in die alten Flächen dann baiten, oder? Du kannst sie, glaube ich, nicht baiten. Achso, ja. Ja, ja, macht der automatisch. Dadurch, dass wir so uns bewegen wie gerade eben, ne, mit diesem, wir laufen jetzt einfach mal ein Quartal weiter. So, die Sache ist nur, die, also HC-mäßig ist der Boss egal. Was jetzt interessant ist, ist, wie wird der auf Mythic? Was kann der auf Mythic, was uns das, was wir gerade versuchen zu tun, verhindern könnte? Und ich sehe die Mythic-Mechanik noch nicht, weil ich nicht auf Mythic gestellt hatte, ich finde. On Mythic Difficulty, this ability inflicts damage to all players. Also Rock Blast macht wohl Damage auf alle Spieler. Oh. Oh mein Gott, das macht deutlich schwerer. Der gesamte Raid, diesen Meteor gibt's gar nicht mehr. Der gesamte Raid kriegst du einfach. Und man muss mit dem gesamten Raid dann diese Einschläge auf dem Boden sozusagen ablegen, diese Flächen. Macht man wahrscheinlich einfach also muss sogar ein Plot. Bisschen wie die Mauts. Ähnlich, ja. Warte kurz. Ach du Kacke, Bros. Wir haben eine Art Skolex-Mechanik, wo der ganze Raid Dusts bekommt, right? Und die Dusts bei Skolex musstest du ja durch sein Auftauchen abbauen. Hier baust du es ab, wenn sich zwei Leute berühren. Und diese beiden Leute bauen das dann ab, lösen eine Raid-Explosion aus und lassen auf der Fläche, wo sie es gemacht haben, noch einen Einschlag. Also wird ein DPS-Check, es wird aber auch ein Nutz den Raum so gut aus, wie es geht-Check. Und das können wir sehr gut. Ich habe da Flashbacks auf Lords gestern. Also, da müssen wir auch koordinieren, dass nicht alle gleichzeitig es einlösen. Also, ähnlich, das ist so eine Mischung aus Skolex und Blasphemy. Jeder kriegt Blasphemy um sich und die Leute müssen sich berühren. Aber die Blasphemy hinterlässt eine Fläche auf dem Boden. Oh. Ansonsten kann der nichts, ne? Das ist einfach nur wirklich Damage-Check, dass wir... Der Raum ist das Problem. Spiel effizient und klug, dass du den Raum nutzen kannst, den du hast. Und guck, dass du halt, bevor er 4x100 Energie erreicht hat, den Boss tötest. Sonst kann er nichts. Ja. Check. Das war ein Roll-Check. Warte kurz, ich muss kurz was ändern. Ja, ja. Weil du brauchst schon Damage Check? Ja. Oh, Skolex auch. Also, keine Ahnung. Ja. Ja, am Anfang auf jeden Fall. Ja. Der Boss wird aber auf Mythic ganz anders als auf HC. Also, wir brauchen uns gerade überhaupt nicht positiontechnisch ein bisschen was abgucken hier. Der wird schon, also, ähnlich wie Skolex, ne? Bei Skolex war es ja auch völlig irrelevant, was du machst auf HC. Und auf Mythic musstest du wirklich koordiniert resetten, koordiniert ablegen. Das ist Skolex 2.0, okay. Ja, I guess, let's go. Holt mal kommt. Koordiniere du mal ein bisschen die Torn-Centrax, ich guck mal ein bisschen die Positionierung an. Ich weiß jetzt nicht, ob das nach jedem funktioniert oder ob das nach zwei war, weil eben hatten wir beide zwei. Oder maybe stand ich einfach zu close oder so. Ja, das kann man baiten. Und das hinterlässt dann diese Dinge. Okay. Und danach laufen wir weiter. Wir laufen weiter, allerdings ein bisschen. Und jetzt nochmal. Nochmal Meteor. Nochmal. Versuch mal 2-2. Es kommen wieder 4, ne? 1, 2, 3, 4. Es sind wieder 4. Also pro Fläche wird das mehr. Das ist gerade 5. Gut reagiert da vorne. Wie war das? Sales, sehr schön. Oh fuck. Hab's noch geschafft. Nimmst du den? Für die anderen beiden hinten? Baitet jetzt mal diesen Einschlag irgendwo da drin in den Pfosten, wenn es geht.
Der kommt 3, 2, 1, müsste jetzt. Oh, Digga, ich hab den. Ich brauch keinen Big Wings, Bro. Sehr schön. Was brauchst du? Kokon wäre toll jetzt. Das müssen wir eigentlich hier stehen, damit wir baiten, ne? Genau, wir baiten jetzt hier und dann laufen wir nach links rüber. Hast du Raw Smuggle? Ja, hast du. Ja, ja. Auf welchem Hotkey du das? Hab ich. Okay, 2, 1, let's go. Nice. Sehr schön. Und das Ganze viermal. Kommt wieder Meteor, into 2, 3 diesmal wahrscheinlich. 1, ja, er macht einen mehr, war klar. Gut reagiert da vorne. Ja, ich mach die hier vorne. Vorsicht, das wird ein bisschen mehr wehtun. Und Meteor kommt, baitet das. Noch ein bisschen 2, 1, Meteor jetzt. Digga, ich brauch dich. Ich brauch keinen Big Mix. Frontal, Vorsicht. 2, 1, jetzt. Und. Ich muss denken, du spielst das Spiel schon lange. Meteor, ich war dabei beim Megler-Team. Meteor plus 5. Du hast Boss? Ich hab was? Okay. Wir sollten uns nicht zu weit nach links drängen lassen. Ja, ja. Also müssen wir dann nach rechts Meteor baiten. In 3, 2, 1, Meteor. Hm. Ah, okay. Ein bisschen zu, okay. Aber die wollen wir nicht da haben, weil da jetzt natürlich die Einschläge... Aber die sind gut gespawnt, actually. Fuck. Control kommt, okay. Wo heilung? Ich taunte. Ich... Kriegt manche Leute nicht geheilt, das blinkt grad rum. Krieg auch nicht geheilt, Chaos. Raumtrainer kommt, Vorsicht. Aber, ja, da ist er. Das Windrush. Jetzt ist die Frage, ob er jetzt 6 macht. Dann müsstet ihr 3-3 machen, ja? Schaut mal, wo die anderen Leute stehen, dass ihr dann 3-3 macht. Ihr könnt auch, glaube ich, in die Dings rein. Soll ich machen? Warte. Ja, es sind 3-3. Oh mein Gott, machen wir Solo, okay. Geht actually, das Big. Ich hab 3 genau gemacht, ohne den Vordersten zu nehmen. Du kannst. Meteor in 3. Bete rechts, rechts, rechts. 2. 1, da ist er. Frontal vom Ventrax nochmal. Into wieder Raid Damage, Vorsicht. Hopp. Und wieder Meteor plus 3-3, ja? Guck mal, dass er einfach 3-3 macht. 3 Rüppchen. Ihr müsst ihn nicht mal hintereinander einfach nehmen, dann reicht schon. Das soaken 2 Leute. 3-3. Ja, so. Oh, awesome. Awesome. Oh, ich liebe euch. Awesome. Das sind 3-4 actually. Da ist jemand noch im letzten Moment rüber geblinkt. Liebe euch doch nicht mehr. Ich mach nur 2 denn von denen gleich. Mach alle 4. Egal, wir wollten. Das wird wehtun, Chat. Jetzt tickt ihr für 6 Sekunden immens runter. Ähnlich wie beim ersten Boss, wenn man 20 Runes auf einmal auslöst. Ich vertraue unseren Heilern-Screen hier. Wir laufen rüber in 3, 2, 1, rüber. Ja, man kann nicht mehr freilassen. True, ihr könnt release und wieder reinkommen. Nee, geht nicht mehr. Achso, geht nicht mehr, achso. Meteor plus 7 oder was jetzt? Wait, what? Kann man die einfach nicht zerstören? Weil jetzt wird es ja gar keinen Sinn mehr machen, die zu zerstören. Ja, oder? True. Hat denn deren Präsenz irgendeinen Mali für uns? Ja, guck doch bei Awakened Earth. Das tickt jetzt. Das ist ähnlich wie die Pillars, wie bei Jailer. Ich mach mal. Ich kann hier, glaube ich. Ich muss alle 3 machen. Die sind so perfekt in der Linie. Maybe schaffe ich das da hinten nur 2 zu nehmen. Ich glaube, das sind nur 2. Oh mein Gott. Ja, passt, hat gepasst. Dies ist ziemlich genau, wenn du es nicht gesehen hast. Also die Animation und die Grenzen von den Dingern ist fast exakt gleich. Okay. Ja, ich bin eigentlich auch dann mit dem Boss. Das Einzige, was jetzt halt noch hier kommen würde, wäre... Okay, wenn man nicht genug Leute hat, dann kriegst du auch die Tanks ab. Was jetzt noch abkommt, ist, dass ihr halt so eine Art Staub habt und dann müsst ihr euch gegenseitig berühren, hinterlasst eine Fläche und löst eine Explosion aus. Blasphemy. Also überlegt euch einfach nur Blasphemy, was jetzt während des Ganzen noch kommt, ist spielbar, right? Ist nicht so hart. Kann man vorne runterfallen?
Man kann in den Boss rein runter. Okay, das wird auch noch passieren. Oh, scheiße. Nein, also wir haben so Jailer Planetengefahr. Somni darf da nicht reinlassen. Erinnert mich immer mehr an Nihilotha. Säulen wegmachen. Kann man da runterfallen? Ja, haben wir gerade probiert. Ich frag mal für einen DH-Freund. Der Chat hat's auch schon predicted, Alter. Er sieht auch schon morgens runter. Wie es bleibt, die KM Denkfall fühlt sich genau gleich an. Aber wie gesagt, jetzt gerade war auf jeden Fall der Bug da, dass man nicht jede Person heilen konnte. Das funktioniert nicht richtig. Echt? Okay. Was ist mit Star Search, Alter? Ich konnte Chaos die ganze Zeit nicht heilen und manch andere, wenn ich dann. Genau. Ich wollte auch Ventrax einen Engel geben und ich habe den bekommen. Das ging einfach nicht. Ja, das ist random, wenn man heilt im Frame. Okay. Ich glaube, Mal geht's nicht. Ich mach mal Reload. Ich glaube, das hat durch diese automatische Größenverschiebung zu tun. Ihr konntet ja, ne? Ihr konntet ja, wenn ihr diesen. Mach mal Reload. Sollte maybe es fixen. Oder wir stellen die Option aus. Warte mal kurz. Gibt's eine Option, die diese dynamische Ausrichtung des Raids einstellt? Weil das ist legit, glaube ich, das Problem, weil die grafische Overlay ist nicht auf die Hitboxen angepasst im Hintergrund dann. Könnte funktionieren, mal gucken. Ja, wo ist denn die Option dafür? Nee, ich habe jetzt Reload gemacht. Ja, ich auch. Jetzt kann ich auch meine Hots verteilen. Gerade kommen sie an. Geht, ne? Ja, jetzt. Weil ich glaube, dann Reload. Erst werden diese Hitboxen. Ja, versuch's mal, das sollte es gefixt haben. Ja. Man kann die Einschläge soloen, das ist aber nur auf HC, weil in Mythic gibt's das gar nicht mehr. Dann kriegen das alle. Ja, es gibt nicht viel zu sagen bei dem Boss, Raycheck. Gut. Die ersten beiden Bosse brauche ich nicht preparen, das ist schon mal schön. Die sind ziemlich brain. Es war wieder Rollcheck, fuck my life. Nehmt dem verwirrten alten Mann das A weg. Verbünde mich mit dem Dicken da in der Mitte. Sieht echt cool aus, ey. I am Groot. Der hat nicht mehr Füße. Boah, weißt du das? Ich letztens im Städte-Raid auch. Wenn du da Quirin-Spear hinwerfen würdest, dann würdest du sehen. Ja, hab ich gemacht. Macht er immer einen Ready-Check, einen Sound, wenn ich den Pulltimer starte? Oder nur bei mir? Drauf geachtet erst. Na, dann ballert mal. Na, es spinnt wieder. Okay. Sobald der Kampf losgeht. Okay, wie soll ich denn da nur zwei erwischen, Leute? Das wird alle vier, ne? Aber es sollte geheilt bekommen. Halt mal schön rein. Jetzt sind wir wahrscheinlich über Raid Max einfach regeln, right? Die Mikael von Orange geht nach links raus und. Keine Ahnung. Ganz andere Richtung. Weiß auch nicht, guck mal, ob die Anzahl der Minis und Ranges. Ne, ist nicht gleich gewesen, das waren teilweise auch nur Ranges. Kann eventuell ein Hint sein, ob das immer gleich viele Ranges und Minis abbekommen. Zwei Minis, zwei Ranges, okay, es sind immer zwei Minis, zwei Ranges. Ich glaube, oder zumindest jetzt gerade eben. Ihr habt ihr schon wieder die Brodies. Man muss wieder alle vier machen. Und noch ein Meter und so Raumtrenner. Ja, das halte ich selber. Du hast den Fall abbekommen, Vorsicht, Bro. Kann mich wieder nicht heilen. Ja. Und Raumtrenner kommt. Er will raus, soll ich verstehen. Oder auch nicht. Jo, gute Nacht zusammen. Ich muss leider ins Bett. Ja, ciao, hau rein, Jesus. Jesus. Ich stand gerade Kilometer neben dir und hab trotzdem den Debuff bekommen. Mhm. Ja. Vorsicht, jetzt wird ein Debuff hinterlassen, weil ein Dildo wird vernichtet. Zack. Okay, jetzt müssten das drei Ranges und zwei Minis sein. Die drei Ranges bilden eine Linie und die zwei Minis bilden eine Linie. Ne, es sind vier Ranges und ein Mini, das ist probiert. So, ist super, gute Korrektur da hinten, Ockley. Ist nice. Habt ihr heilungstechnisch, weil ich mache einen 3 jetzt. Zwei Minuten werden jetzt auch ready. Müsste passen. Dreier kommt, Vorsicht. Sehr intensiv. Helft ihn. Meteor. Ne, ganz normaler Einschlag beten.
Doch, Meteor, kannst du solo? Ja. Du kannst solo, okay. Wir haben ein Dings zu wenig gehabt, oder? Hier kommt der jetzt. Und dann nee, wir haben 9 Dinger. Also 5. Hier ist jetzt ein der 4. Hat einen eben nicht gemacht. Den ersten. Der macht ja immer. Ja, ich habe auch einen. Normalerweise hätte er noch einen machen müssen, ja. So, macht Beam, Kreis, Beam. Ja. Spawn. Oh, der hat. Das wird schon. Ich mache mal nur die beiden, damit wir nur 2 Stack haben und den anderen machen wir jetzt mit dem Raumtrenner, okay? Ich glaube, das ist auch ein Pick eigentlich, dass du nicht alle machst. Du brauchst nicht immer 2 Camps machen, du kannst auch 3 Camps machen, den Healpot. Und rüber. Meinst du dann mit dem. Genau, mit dem dann einfach Abschluss den. Ja, guck. Die restlichen kaputt machen. Die beiden, siehst du die hin? Die gehen jetzt kaputt? Ja. Ja. Das heißt, wir können jetzt. Beim ersten Mal müssen wir ein Dreiercamp machen mit CDs. Oder einen übrig lassen. Macht einfach, aber wir Tanks regeln das schon. Okay. Schon bettet niemand drin. Das ist jetzt nur ein Vierer, der wird übel wehtun. Okay, legt euch ab. Was mit den Heilungen los? Also, habt ihr Probleme mit Targeting? Weil der Raid tickt ja, einfach. Ja. Okay. Ja. Wir können nur noch uns selbst heilen, sobald der Kampf losgeht. Oder also ich kann mich nur noch selbst heilen. Ich kann die Hälfte ungefähr heilen, die Hälfte nicht. Mich auch nicht. Okay. Deswegen tick ich runter. Ja, alle ticken runter. Der ganze Raid ist halt eine halbe Stunde lang auf 10% HP, deswegen. Ich schau die ganze Zeit nur Pray of Healing raus, einfach nur was AOE macht, weil wenn das initial auf mich ja, geht, dann so, geht das auf den Rest, ja, aber mehr. So kann man nicht heilen, ne? Das ist halt super dumm. Aber 2 Heiler ist da einer zu wenig. Es wäre literally fein, wenn man wirklich die Leute einzeln targeten könnte, weil Serenity und sowas geht halt einfach immer auf mich, auch wenn ich 100% hab. Gibt es irgendeinen Raid-Frame-Add-on, was schon funktioniert für PTR? Kann WoW nochmal komplett restarten, vielleicht. Ja, es ist, glaube ich, dadurch. Oh, okay, wir stehen da auf. Das Problem ist ja, es scheint ja dann zu starten, sobald der Encounter anfängt. Und dann ist egal, ob du WoW startest oder nicht. Das wird. Kannst ja, du versuchen, true. I guess. Oder Add-ons deaktivieren. Ja. Nicht deaktivieren. Wir brauchen irgendein Add-on, was durch Mouse-Over sozusagen die Targets in Dings bekommt. Das geht über irgendein Raid-Frame. So, ich schieb dann mal auch meins. Raus. Ich muss um 4 aufstehen. Alles klar, wir sehen uns. Gute Nacht. Ja, ciao. Healbots? Doc, haben die Heiler die Auto-Self-Target in den Settings aus? Ja, darum geht's nicht. Sie kriegen einfach die Leute nicht in Frame. Also, die kriegen nicht über Targeted die Leute. Ich zieh mal Voodoo rüber, vielleicht. Versuch's mal. Ist das nicht praktischer, wenn man mit den 2 Tankstrahlen 2 Pillar wegmacht und dann ein Viertel der Raumfläche vom Boss den letzten übrig gebliebenen Stack macht? Das macht dann 2x3 Stacks oder mehr, sondern 2x. Ja, haben wir ja gerade geregelt. Genau, genau das haben wir ja gerade besprochen. QT Player, Dankeschön für den Sub im 18. Wurde. Moin, moin. 1,5 Jahre, true. Voodoo geht nicht, okay. Hat das auch mit Mouse-Over Zauberoption? Welche Option habt ihr da angehabt? Wie bitte? Es gibt ja diese Auto-Cast, Auto-Self-Cast, beziehungsweise irgendwelche fucking. Unter was ist das nur Combat? Auto-Self-Cast ist aus. Genau. Und Mouse-Over-Cast ist auch aus? Hab ich eingerichtet. Mouse-Over-Cast ist aus. Bei dir ist aus. Und du hast dasselbe Problem. Aus. Okay, dann ist es ja auch nicht. Also per Ausschlussverfahren, wenn einer den Bug hat und der andere nicht. Oder beide den Bug haben und einer aus und an. Der Bug ist bekannt. Das ist ein Bug mit dem Heal. Okay, Moos sagt gerade. Man darf kein Friendly Targets ins Target nehmen. Wenn man den Boss ins Target nimmt, dann healt man immer den man will. Oder aber man nimmt gar nichts ins Target. Okay, ihr dürft, also dann müsst ihr nur über Maus overhalten. Ihr dürft nichts anderes targeten. Okay. Versucht das mal, dass ihr legit. Also hier müsst ihr real Maus over machen. Stimmt, Spaß, ja. Slava, hast du Reds bekommen? Ist Slava noch da? Nee, ich hab gerade Reds bekommen. Aber ich bin sofort da. Okay. Da. Ne, check. Also einfach wirklich legit die Finger lassen und nur über Mouse Over. The True Mouse Over Challenge. Oh, welche Bosse lassen? Wie viele gibt es wieder? Es gibt 8 Bosse und das ist der zweite. Alright, geh los. Come on.
Jetzt? Bisher. Jetzt muss ich die Leute ins Target nehmen, also draufklicken und dann Mouseover drücken. Oh, shit. Glaubst nicht, ich werd geheilt. Schon ein bisschen toxic. Elf Herbler. Baitet jetzt in die Zone, das ist gut. Kommt, glaube ich, gar nicht mehr. Kommt direkt der Zumbrecher, oder? Ich meine ja den Zumbrecher. Achso, ja. Ich dachte, du meinst den Meteor noch. Und so, eins, rüber. Kannst Boss nehmen. Kommt rein. Ja. Und dann raus. Dreier into Zweier, Vorsicht. Ich meine Maus ist gefuckt gerade, deswegen habe ich zwei Stacks zu befallen. Ich glaube, du solltest einfach noch einen Stack nehmen, dann ja, kann klar. Ich resetten. Wir machen jetzt 2-2. Ja, und den letzten machen wir mit Dings, dem Raumtrenner. Bei Meteor noch beten. Okay, wir laufen rüber in 3, 2, 1, los. Wir machen jetzt Zweiergruppchen nur. Guck, dass ihr nur Zweiergruppchen macht, keine Dreiergruppchen mehr. Zweiergruppchen. Gut. Ja, es sind fast Zweiergruppchen. Guck mal, dass du die äußeren beiden machst. Ich muss jetzt ein bisschen. Ich krieg das hin. Vorsicht, nicht im Strahl stehen hier, der geht mitten durch euch durch. Und jetzt bildet ihr Dreiergruppchen, aber lasst die zwei Pillars hinten alleine, nicht davor stehen oder dahinter. Dreiergruppchen. Alle rein. Und Dreiergruppchen. War Shoot, das war nicht so geil, aber ist okay. Mach da 2, okay. Boah, da muss Heilung kommen jetzt. Wir haben 8er Stack. Boah, das tickt auch schon krass. Ich mach jetzt einen 3er Stack. Wir haben da. Nee, ist nicht Buggy. Manche haben Snows hat 6, du hast 10. Ich hab 10, 8. True, warum hab ich 10? Wait, what? Wir haben Ritz, ne? Ja. Da ist ein Dreier-Stack und der Raumtrenner macht jetzt nochmal ein Dreier-Stack. Er muss es gleich töten, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, wir können den töten, also ich bin fein. Okay. Die Kopfschmerzen, Alter. Jetzt auch ein Battle-Ritz, voll vergessen. Stimmt, what the fuck? Vorsicht, das wird nochmal ein Dreier, Vorsicht, überlebt. Ja, beide Heiler tot. Aber es hat gerade wehgetan, wenigstens eine Karte. Ich hab keine Möglichkeit, mich zu heilen, jetzt mitten in Fight. Geht aus, ich bin tot. Machst du 2? Okay. Ich mach dann.
aber. Wir haben bestimmt nochmal ein Battle Redstone. 4 Millionen Damage, die beiden jetzt. Ja, Redstone. Wer kann sich jetzt selber sustainen? Wenn ich Smoogle jetzt retze für den meisten Damage, willst du sterben oder? Kommst du klar? Spätestens beim Zocken, ne? Ich kann probieren, mit Nature's Wiggle zu überleben. Hast du Bob noch ready? Ja, nee, ich bin der tot. Nein. Doch, Bob hab ich ready. Er könnte dann den Meteor, genau den. Das überlebt das DK. PMS? Auch nichts gemacht. Los, Doc, jetzt. Wen denn? Zähl. Wo bist du denn? Ich kann die einmal. Ja, okay, hier. Los, Xel, wer du kennst, nicht. Ich muss mich konzentrieren, halt die Fresse. Kannst du ihn einmal abtaunten für den Frontvergleich? Ich retze dich nur, damit du dich für mich opferst, Bro. Ah, es wird wehtun, okay, doch nicht. Ich hab nicht mehr so viel jetzt. Ah. Kill dich. Oh, ich hab Parodie. 2 Millionen, komm. Let's go. Purgatory ist geprobt. Kann ich das poppen für mich? Nee. Jetzt machst du viel Damage. Let's go. Okay. Machen wir einen Try, ja, ne? Ah, wir können also mehr kommt nicht mehr, ne? Also wir haben alles gesehen, oder? Ja, es war's. Wir haben wieder gesehen, dass DK, das DK wieder was ist. Skolex 2.0, ja, so ein bisschen wie Skolex. Wir brauchen einen zweiten Retri. Retri ist OP. Wenn wir ein Selfie wieder haben. Du bist OP, Xel. Ist der Monkeyler gut im nächsten Erlauben? Sehr gut, würde ich jetzt nicht sagen. Die Damage-Verteilung sieht doch auch schön aus. 40%. Das spielt sich auf jeden Fall gut. Final Verdict oder was? 51%. Ja, bei Eul ist doch auch nice, 53% ja, ja. Star-Search. Das ist, finde ich, übel. Also über 50% für einen Spender ist einfach zu broken. Enel ganz normal. Elemental Blast macht gut Damage, Bully. What the fuck? BM und MM sind legit gleich auf, what the fuck. Wart ihr gleichzeitig tot oder seid ihr unterschiedlich gestorben? Bin sogar ein bisschen früher gestorben. Okay. Warum ist bei dir fucking Barbshot auf einmal? Das ist auch weird, Alter. Ich hab mal hier dieses Bleed-Dings da genommen. Ja. Ja gut, die Pets werden wieder nicht kombiniert, ne? Das ist wieder anders ein bisschen. Ich kann dir mal gleich benennen, warte mal. Was ist mit Ede los, Ockley? Auch, also im Opener bist du ja unter den Heilern, glaube ich, ne? Ja, ist ab Trash. was machen wir denn da zu Dragonfly, Bro? Was ist das denn? Ich weiß nicht, Evoker-Spiel. Was ist mit heute Reward? Keine Ahnung, naja, mal schauen. Also, ich spiele es ja noch nicht perfekt. Ich probiere ein bisschen mit Talents rum und so. Also. Ja, ja, klar. Ja, Alef, du bist 2 Sekunden über mir im Opener, weil ich da erst spenden muss. Jetzt kurz noch eine Zigarette zu Ende rollen, damit er die auf deiner Stirn ausdrücken kann. Das macht er. Rage Check. Alright. Guck mal, dass dem Mana sparen umgeht. Ich weiß nicht, wie Mana in der Schuhe war. Plus. Wie, ihr seid nicht oben noch 10%. Boss. Hab mal die Anordnung meiner Raid Frames geändert. Oh, danke für den Pull, Alter. Vergesst nicht zu potten, ne? Diese komische neue Potion. Ob wieder zwei Camps, ja. Ob die vorne sind oder nicht, ist egal, aber auf jeden Fall seitlich zwei Camps. Also auf der Höhe und auf der Höhe oder so. Stellt euch gleich so, dass wenn ihr diese Pfeile habt, dass ihr entweder auf Höhe von X oder auf Höhe von Totenkopf seid. Aber nicht in der Mitte davon. Okay, ist okay, ist in Ordnung. Ich weiß nicht, was mich hochgenockt hat, aber irgendwas habe ich hochgenockt. Oh, ich weiß was. Das war der Dings, oder nicht? Der Meter? Ja, der Impact danach, ja. Das ist alles geplant gewesen. Ich sollte die bekommen, die beiden, sein. Ja. Baitet den Raumtrenner hier, wo der ganze Müll liegt.
Ich lasse ihn noch kurz wegen zwei. Jaja. Ich bin fein, ich kann den Boss ja solo decken. Ja, okay, dann. Hat er gerade 6 Stacks oder so? Das macht er auch noch 25% mehr, ist ja nicht 500%. Wie? Es sind nur 25% pro Application, das ist ein Joke. Es ist overall erlittener Schaden erhöht. Ja, achso, oh. True, ich seh's gerade. Oh, dann. Oh mein Gott, dann. Wie beefy war ich denn dann gerade? Oh, warte mal kurz. Zack. Machst dann einfach 2, das reicht. Den einen kannst du da lassen. Nee. Noch einmal Meteor, noch einmal Spikes. 2 Minuten zu diesen, ready. Wild Spirits. Jetzt mal. Erinnere mich nie wieder an diese Taste. ich mach mal die beiden. Du machst dann. Boah, halt die Leute. Ich mach hier die. Versuch mal nur die 2 zu erwischen. Du musst ein bisschen finicky spielen jetzt. Warte, ich will kurz Dreieck. Geodreieck. Du musst Zirkel holen. Schaffst du, ich hab's auch geschafft. Bist du noch rechts? Bist du noch? Ja, easy. Gar kein Problem. Raumtrenner kommt. Raumtrenner. Ah. Hier 75% gerade. Geh da rein. Genau. Jetzt haben wir 3-3. Das sieht okay aus. Actually. Raus da. Sehr schön. So, wenn wir das noch jetzt eine, wenn wir jetzt keine Toten haben, guck mal, dass hier committed mit Death Cities hier eben. Einfach Death Cities jetzt ziehen, ihr tickt die ganze Zeit runter für den selben Schaden. Ich muss jetzt einen Dreier machen, denn. Ja. Yeah. Mit wem? Komm ich leider nicht dran vorbei. Okay, schade, das wird wehtun jetzt, Leute. Komm, Memnock top dich, GS, Healpot, du auch kennst, du bist dead, okay. Ich retze dich, kann's annehmen, ist safe. Okay. Einmal noch Meteor, einmal noch. Eis ablegen. Guckt einfach, wo der Rest steht, dass ihr das. Ja, oder ihr macht es so kompliziert, wie es nur geht für uns Tanks, auch nicht schlecht. Ich mach 2. Da muss hatte ich da. Oder hattest du? Ich hatte. Das war ein Attentat auf meinem Nock. Nee, ich hatte. Ich hab immer noch Agro. Ja, ich musste da hin. Was soll ich denn machen? Das war ein Attentat. Wo soll ich denn sonst hin? Das werden wir nicht überleben. Ich mach nur 2. Naja, 3. Okay, ist fein. Oh nein, ist schon wieder so ein Try. Ich sehe gerade den Raid Frame, ist wieder alles dead. Und ich hab schon wieder 3 Stacks gezählt. Kannst du mich boppen? Ja. Jetzt? Ach scheiße, es geht nicht weg. Das ist nicht so gut. Ja. Hast du Bubble? Junge, ich hasse dich. Du lässt dich einfach sterben. Was soll ich machen? Du hättest mitzocken können. Und dann? Ja, dann wäre ich nicht gestorben. Das glaube ich aber weniger, du. Junge, das waren 226. Ich weiß das. Ja. Ich wollte aber nicht. Hast du bezahlt? Was bezahlt? Okay, ich nehme auch meine Antwort, okay? Merke ich mir. Das ist die Rache. Oh, das war das Attacke aufs Snows, Digga. Das war die Rache von den ganzen Flames von den letzten Monaten, Bro. Wo hab ich dich geflamed? Das ist ein Tatsache. Die Frage ist wo mich. Genau, ne? Die Frage ist wo nicht, wenn die Leute schon einschalten dafür. Okay. Let's go. Warum dich tot? Habt ihr alle Dings, ja, ne? Ich glaube, man kriegt automatisch Tomes, wenn man das diese Kiste öffnet, ne? Ja. Also ihr könnt dann hin und her spielen. Aber ihr könnt auch einfach runter. Gar keine Toms. Ach, kann man einfach so random hier, oder was? Hat man die ganze Zeit? Ja. Achso. Ja, das ist kacke. Durability loss from a death reduced by 100%. Das ist aber sehr schön, dass ihr eigenes Gold spart. Mit welchem Item-Level spielt ihr das? Das ist ja, glaube ich, egal, ne? 380 sind wir, 398. Aber ist Geld. 398. Aber sagt ja nichts, also was soll das dann sagen?
Das sagt erstmal nicht aus, nichts aus. Nur die relative Stärke zu dem Boss jeweils. Wenn du Soak mit Solo mit Solo nimmst, verschwindet dein Pet einfach, also als Hunter. Okay. Moin Doc, auch wenn dir noch was in Numbers passiert, kannst du mal bitte trotzdem mal Scales Talented zeigen. Der probiert einiges aus, der geht einfach hin und her und probiert einiges aus. Ja. Ist halt. Wichtig ist eigentlich, welche Sachen man nicht nimmt, ne? Meinst du, die haben mehr auf Qualität geachtet? Oh, in welche Richtung zieht die Frage hin? Können wir kurz einen AFK, ne? Mach den ohne mich. Ach so, kannst du nicht, oder was? Okay. Ne, muss kurz was erledigen. Okay. Das war ich okay. Gut. Skalker, danke für den Nachmittag, oder? Bitte? Removen wir ihn oder warten wir auf ihn jetzt? Ach so. Ne, wir können auch warten. Wir können auch auffüllen, actually. Einem Try. Mal gucken, ob ein paar Leute mehr Bock haben. Hat jemand Bock mitzutesten? Ich mach mal eine Gruppe auf, dass wir einfach mal ein paar mehr Leute haben, dass wir mal sehen, wie viele Dings dann kommen. Oder wie sich das äußert mit mehr Leuten. Aus, ging's jetzt bei dir, oder? Nö, war komplett broken. Bei mir ging's bis das erste Pizzastück kam, danach war weg. Jetzt hab ich Bock auf Pizza. Danke. Entschuldigung. Ich mache unter Premade Groups Rage Dragonflight, Starter Group, World of the Incarnates, HC, Habibi nenne ich das mal. Also wenn ihr Bock habt und gerade ein eingestelltes Interface habt, meldet euch an. Könnt ihr hier mitmachen. Dritter Heal, ja, ein paar Healer wären schön. Gerne auch mal ein Evoker-Heal oder so, wenn ihr das schon spielen könnt. Ich habe die Talente von meinem Evoker-Heal nicht fertig gemacht, sonst könnte ich auch healen, actually. Eredwill mit Let's Go, und da haben wir noch einen guten Heiler. Da ist ein Evoker-Healer, Let's Go. Mal gucken, was der kann. Noch ein Healer, wer ist das denn? ASD, wer bist du? Digga, 1 Million Heiler. Ich würde auch gerne heilen wollen, aber funktioniert nicht. Ja. Dann portet einfach mal alle ran. Ich bin noch der Fehler hier. Wir hoffen auch gut Glück. Wir nehmen einfach so viele Heiler mit, dass wir hoffen, dass 3-4 davon heilen können. Da ist noch so ein DD. Oh, so ein Demon Hunter, jawohl. Auch ein Heiler. Hat der Priest noch PI? Ja, ne? Ja, hat er. Ja, gib mal PI, danke. Würde ich ja gern. Weil krieg ich dich jetzt Tage. Weil mal klappt das mit Mouse Over, mal klappt das nicht. Mal muss ich. Makro mit Tage, Sale und PI. Ich habe alles mit Makro. Funktioniert halt nicht. Alle meine Spells sind mit Mouse Over, Makro, Cursor, Makro und das geht mal. Mal geht's nicht. Mal muss ich jemanden ins Target nehmen, aber das weiß ich halt vorher nicht. Dann ist es teilweise so, dass ich dann schon auf mich gecastet habe. Fertig. Versuch's auf jeden Fall. Leider da? Ne, wir fehlt noch ASDF. Er hat noch kein Portport immer. Hat der die Mitte hat jetzt. Achso, der hat Rüde. Planst du in den nächsten Wochen wieder eine Einschätzung zu machen, wie stark schwach sie werden, DF? Ich habe sowas noch nie gemacht, Fox, und werde ich auch nicht machen. Es wird. Alle Klassen werden fast gleich gut, Fox. Jeder, der was anderes erzählt, hat keine Ahnung. Du kannst alles spielen. Das ist schon seit 10 Jahren so. Ich bin einfach nur ranged. Jetzt haben wir die Drachen dabei, die Drachen. Außer die Drachen, wer die spielt, sind scheiße. Und wer Vulpera spielt, sowieso. Wer Vulpera spielt, ist an einem Leben vorbei. Reichen die 5 Yards beim Evoker eigentlich, dass er als Range gilt? Ist die Range nicht angepasst bei denen? Ja, die haben von 25 bis 30 gemacht. Bist du fertig, Shoot? Er hat angenommen. Ja, ich denke. Okay. Wie dann? Ja, was ist das? Jo! 50% weniger cooler noch Rollen. Let's go! Ich habe so Probleme damit zu erkennen, wer von uns beiden Aggro hat die ganze Zeit. Du auch. Ich hab das nicht mal eingestellt, dass ich ein Target sehe beim Boss. Doch, ich sehe das, aber es ist irgendwie super wild mit dem Interface. Ja, mal gucken, wie das ist jetzt mit 23 Leuten. Ob da genauso viele Pillar kommen.
Was ja deutlich den Boss einfacher machen würde. Null geht los. Ja, vier Stück. Ist ja super viel. Was? Mhm. Der Boss hat ein ganz großes, langes Bein. Drück dich, Green Arrow. Das ist, Slava, was wenn ich dir sage, das ist nicht sein Bein? Oh, no, dude. Als ob sie das behalten haben. Hast du einen Screenshot von gemacht? Ich hab einen Screenshot schnell gemacht. Kannst du nicht sagen. Das ist wichtig. Das ist ein Dreier, Vorsicht. Ich find's geil, dass ich meine Rings eine Minute lang habe. Ja, so wie eben kam. Das ist komplett broken. Ja, mein Fuß hat das Garbage. Well, danke. Ja. Darf doch auch mal OP sein. Also Inkan ist bei mir jetzt vorbei. Raumtrainer kommt in ein paar Sekunden. Viele Randoms, dann zockt immer die Meteore, wenn's geht. Wenn sie in eurer Nähe spawnen. Trotzdem gucken, dass ihr die Dinger nicht ineinander ablegt. Okay, ich fang an. Ja! Wieso hatte ich denn auch auf einmal? Weil du den ersten genommen hast. Wegen Überstack, okay. Jetzt hab ich 3 Stacks. Ich denke auch, wer weiß, ist okay. Ich nehme jetzt den 3 hier. Albert, ich hab. Ja, ich sehe es nicht. Lass dir den dritten auch noch her? Ja. Ich mach einen Dreier hier. Ich versuch mal einen Dreier. Wieder war übel. Ja. Der hat schon wieder nicht gecastet. Mhm. Das kann gleich richtig wehtun. Ich mach einen Vierer dann. Ne, war doch nur ein Dreier, ist okay. Dann mach ich hier auch nochmal Dreier, dann. Oder, ja. Die Frage ist, ob einer kommt. Kann sein, dass wir dann gleich Vierer kriegen. Ich komm gleich mehr, glaube ich. Ich glaube, der macht einen Raumtrainer jetzt, ja. Und dann Vierer, ist aber fein. Ja, bei 100% macht er dort den Raumzerlaut. Ja, aber es geht nur um die Dings. Manchmal, also, es geht nur um die Tankfrontflats. Normalerweise macht er immer zwei, aber manchmal skippt er einen. Das geht. Okay, es kann auch weniger. Macht drüben einen Zweier. Mhm. Ich glaube, die Tanks wollten auch immer so weit rechts anfangen, wie es geht, ne? Damit die DDs immer wissen, wo die Strahlen gehen. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Dann mache ich hier diesen Solo-Dude hier alleine. Also mit mehr Heilern fühlt sich der Fall so viel leichter an. Ja, generell mit mehr Spielern. Weil die Menge der gespawnenden Dinger sind ja immer gleich, aber das sind, bleiben mehr Leute übrig zum Meteor-Socken dann. Mach doch nach einem Dreier. Ja, kannst auch zwei machen. Einfach hier die beiden. Die Vierer war ja eben doch. Gar kein Problem irgendwie. Wir haben 9 Stacks und der Rate ist juicy, ne? Was sind 2? Okay, okay, die 3 jetzt. Ah, ja. Okay, was soll ich denn machen hier? Oh. Du kannst hier. Ich mach 2er. Ich mach 2er. Hab. Ein 3er ist okay. Sogar noch besser. Dann haben wir jetzt bei dem Raumtrainer auch nochmal einen Dreier. Schlimmig. Damage-Check schaffen wir auch, ne? Ja. Okay, der geht dahin. Das ist nicht so geil. Das ist überhaupt nicht geil, dass wir da gebetet haben. Weil jetzt ist alles voller Scheiße hier. Und wir haben die Dinger nicht gebrochen. Okay. Ja, mal gucken. Wir müssen jetzt nicht brechen, also müssen wir eigentlich bis zum Ende schaffen. Überlegt einfach, wie ihr spielt. Ihr kriegt das schon hin.
Wo gut du bist, dass es überhaupt funktioniert? Ja, ja, das ist true. Also es ist legit wie bei Dings. Oh, ich hab's auch abbekommen. Ja, ja. Zieh mal DevCDs, überleb mal. Oh, du musst den nächsten nehmen, wenn Tags, ich hab noch 36. Ja, ja, mach ich. Machst du einfach die zwei hier außen, oder? Ah, ja, kann ich machen. Ich schreib mal. Killen. Boah, wie dieser Walker weggezegelt ist, Alter. Tschüss. Immer noch 3 Stacks, alles tut so weh. Drei Prozent zieht durch. Boah, ich mach den nicht, ich mach nur den, weil sonst. Der Rest ist okay. Yo, ich stehe da ganz alleine. Yo. Ja, die Initialexplosion durch den Chatter wäre gefährlicher gewesen, als den einfach nicht zu machen. Warum ist dann Energy Item dabei?